Moin und herzlich willkommen hier zu einer wunderbaren neuen Folge Fridays for Fußball. Heute regiert in der Stadt nur der Fußball. Ich glaube, das ist in Leverkusen, glaube ich, immer so. Also, ja, ist das nichts Besonderes, Herr Fuß. Ja, es ist das größte Sportevent an diesem Wochenende, definitiv. Zumindest in Deutschland, denn der Super Bowl findet ja auch statt. Ich habe mich dieses Jahr mal dagegen entschieden, den zu spielen, hatte einfach keinen Nerv, besonders weil ich auch nur das alte Madden habe. Wir spielen das Highlight in Fußball-Deutschland an diesem Wochenende. Wir spielen den ersten der Bundesliga gegen den zweiten der Bundesliga. Also ja, weil eigentlich wäre sonst das Highlight die Bowler League, die ist einfach eine Nummer geiler. Und die ist aber Montag, das zählt dann ja am Wochenende nicht. Also, wir spielen den FC Bayern München, der im Moment auf dem zweiten Platz der Bundesliga steht, gegen Bayer Leverkusen, haben natürlich Pavlovic aufgestellt, wie man hier jetzt am Ball sehen kann. Es kann sein, dass bei Leverkusen auch noch Afrika-Cup-Teilnehmer, Asia-Cup-Teilnehmer, sonstige Teilnehmer, Kranke spielen. Die habe ich nicht eingestellt. Ich habe aber bei Bayern auf die Spieler verzichtet, die laut Kicker nicht spielen können. Kicker schrieb aber auch ganz schön, dass ich nehme hier am Donnerstag auf, aber da stand, am Mittwoch konnte noch keine seriöse Aussage zur Aufstellung gemacht werden. Aber naja, jetzt spielen wir halt mit der unseriösen Aufstellung. Laut Kicker könnte sogar Kimmich wieder auf die Bank rücken, glaube ich, oder in die Elf. Aber ich habe ihn auf der Bank gelassen. Ich habe hier nur Zaragoza vermisst. Ich dachte, der würde spielen, könnte spielen. Oder ist der Ferlin? Ich dachte, der wäre Gelin, Ferlin? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich mich mal hier konzentrieren. Ist natürlich echt ein spannendes Match, was hier am Samstag, also morgen um 18:30 auf uns wartet. Besonders jetzt auch nach dem 3:2 Leverkusens im DFB-Pokal, wo sie auch ein paar Körner natürlich gelassen haben, aber zum Glück nicht in die Verlängerung mussten, also zum Glück für Bayer Leverkusen. Wenn Bayern kein Meister wird, dann wäre es letzte Saison so weit gewesen, wenn Dortmund nicht zu doof gewesen wäre. Oder ist es diese Saison so? Also da könnte tatsächlich Leverkusen, so wie die im Moment spielen, das ist ja echt Weltklasse, den Titel Vizekusen quasi abgeben. Haben wir noch die Chance, glaube ich, auf 3 Titel. Bayern ja nicht mehr, also können den DFB-Pokal gewinnen. Jetzt durch das Weiterkommen gegen Stuttgart war echt ein geiles Spiel, konnte man sich gut angucken. Ich favorisiere zwar noch die Bowler League, aber so ist es halt. Und den Europapokal, da sind sie, glaube ich, ja noch drin. Und halt die Meisterschaft. Ich weiß gar nicht, ob es in Leverkusen einen Rathausbalkon gibt oder so. Jetzt feiern sie dann halt irgendwie auf der Autobahn. Das ist das Einzige, was ich da kenne am Stadion. Ja, das Spiel steigt in der Bayarena. Ich habe eigentlich auf Regen geschaltet, dachte ich. Ich sehe irgendwie keinen Regen. Wer ist denn so fisselig, was man hier sehen kann? Das Thema Regen war ja groß in dieser Woche. Das Spiel Saarbrückens gegen Gladbach ist ja im DFB-Pokal wortwörtlich ins Wasser gefallen. Und ja, da ist Wirtz mit dem 1:0 für Bayer Leverkusen. Sah interessant aus, der Torschuss. Gucken wir uns den mal an. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann ist das natürlich klasse. Genau, da musste ja das Spiel abgesagt worden. Dann kam ja Maria Brandt oder wie diese Serie hieß. Und da lief immer so eine schöne Banderole durch. Und da stand tatsächlich Mönchengladbach fällt aus. Fand ich sehr, sehr gut. Habe mich schön amüsiert. Auch wenn es sehr traurig war, kein Fußball zu sehen am Mittwochabend. Musiala. Aber wie gesagt, ich noch mal kurz zur Baller League. Ich habe ja zuletzt Eintracht Spandau hier gespielt. Werde es auch bald mal wieder machen, auf jeden Fall.
Ich habe auch Resonanz bekommen. Zum Beispiel von Richie Sukutapasu hat sich sehr gefreut. Und Andreas Volk auch und Tim Klefisch auch. Leider haben sie den Jubel, den sie... Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Freistoß oder Ecke? Oder Elfmeter. Leider haben sie den Jubel, den ich hier quasi vorgemacht habe auf dem Kanal, nicht nachgemacht. Aber ja, was soll's. Es war aber nett, mal echt so eine Resonanz auch von den Spielern zu haben, die quasi im Video vorkommen. Das war schon interessant. Jetzt versuchen wir den mal reinzufipsen hier. Ah, es ist zu schwach geschossen. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Da hören wir den Paul. Habt ihr das gehört? Das ist zweimal gegen Pfosten gegangen, der Ball. Einmal hat Radetzky den gegen den Pfosten gelenkt und dann ist, ich weiß nicht welcher Gegenspieler es war, mit dem Ball mit 180 km/h gegen den Pfosten gelaufen. Hätte fast ein Eigentor gemacht. Hätte was gehabt, aber war ein starker Freistoß von Sané da. Was mich vorhin gewundert hat, ist, heißt der nicht Dyer, der Spieler, der Neuzugang? Weil vorhin hat Wolf Fuß gesagt, Die. Ich dachte immer, der wäre Engländer und kein Franzose. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Schreibt in die Kommentare, wie wird Herr Die oder Dyer ausgesprochen? Ja. Chaka, du schaffst es. Wer kennt's noch? Unaufhaltsam. Oh, Wirtz wieder. Hat er das Tor des Jahres geschossen? Oder Tor der Saison 20. 22/23 natürlich. Nicht der aktuellen Saison. Oder ist das Tor des Jahres? Tor des Jahres ist es, ne? Ja, Monate gezählt werden und nicht. Der Ball soll jetzt zu Musiala. War ja auch ein schöner. Oh. Ah, Pavlovic. Spielt ja echt gut auf, der junge Spieler. Kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum, keine Probleme. Holdet angeblich ja die Six ganz gut, so viel habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber die haben ja immer eine Holding Six gesucht, weil weder Kimmich in diese Rolle passte, noch Goretzka. Jetzt haben sie einen und er ist, glaube ich, 19 Jahre alt. Oh, guck mal, Kane. Ja, guck mal, wie kompakt die da stehen. Ich versuche es selber. Radetzky springt da ins Tor. Ach, dachte ich, kann den Ball aufhalten. Würde gleich gerne nochmal wechseln. Das ist der Fluch bei den 3-Minuten-Halbzeiten. Da ist das Spiel schneller vorbei, als man denkt. So, wechseln nochmal. Vorne rein Till. Kretze sich auf links. Habe ich denn noch so ein Bit? Ja, ich schon mal Kimmich lieber. Was kann Till denn noch spielen? Okay, warte mal. So. Alles klar, das muss reichen. Fehlen am Ende. Harter Schuss. 14 Minuten noch. Wenigstens ist es den Ausgleich. Natürlich freue ich mich für Leverkusen, wenn sie da den Sieg holen. Weg ist der Ball. Denn wer freut sich nicht als Nicht-Bayern-Fan über einen Jonas Hofmann. Neuen Meister? Und da ist Patrick Schick. Mit dem 2:0 haben alle Wechsel eher Unruhe gebracht als Sicherheit. Ja, mal gucken, was wir jetzt noch drauf packen. Ich werf mal alles nach vorne, während Pavlovic dann doch mal gegen Kimmich rausgeht. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Das ist Tell. Wilhelm Tell. Tell, komm. Hier noch 8 Minuten. Macht eigentlich Tell schon Werbung für die Telekom? Hat er was, ne? Oh, Tell da mit der Chance. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Oh, und da ja. In die Füße von Chaka. Ah, ich glaube, das wird nichts mehr. Schick.
Leider wieder eine Niederlage hier beim Fridays for Football für mich, aber wir wollen ja voraussagen, wie es ausgeht. Und so könnte es tatsächlich ja am Ende stehen. Samstagabend. Guter Pass. Sehr zur Freude eines großen Teils von Fußball Deutschland. Schick. Und das war's. Na, es gibt noch die Ecke für Bayer. Ja, das war's. 97 Minuten noch gespielt. Krass. 2:0 für Leverkusen geht's aus. Bei mir habt ihr es zuerst gehört. Macht's gut.